Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem weiteren Video zu Pokémon Weißen Edition. Wir müssen wieder zurück. Oh nein, hier sind überall noch Trainer auf der Straße, ne? Dann gehe ich mal nicht zurück, sondern gehe nach oben. In Richtung der neuen Stadt. Oh, der hat drei Pokémon. Oh, das Ding kenne ich. Das Ding hätte es in der Höhle gegeben. Entschuldigt bitte, dass ich immer so ein klein bisschen trinken muss während der Aufnahme. Habe immer noch extreme Halsschmerzen. So, wir leveln auf jeden Fall noch unser Navi. Diese Trainerstraße würde ich aber gerne noch nutzen, um meinen anderen Pokémon zu leveln. Deswegen versuche ich gleich wieder oben rauszugehen und dann nach unten zu kommen, um gezielt ein anderes Pokémon zu leveln. Ja, wie gesagt, den Two hitten wir ja eh. Ich finde das Pokémon an sich ganz cool. Vor dem nächsten heile ich mich einmal. Navitaub. Und sie hat es echt dreimal. Ein schöner Ruheort. Okay, 5 Damage. Machen wir einmal einen Rückzug-Keep. Schön. Okay, und noch einen Rückzug-Keep und dann müsste vorbei sein. So, Level 22, jetzt muss ich ja eh aufs Level aufpassen. Gerade in der Arena werden ja auch noch andere Pokémon vorher sein und gerade dieses Pokémon möchte ich in der Arena auf jeden Fall nutzen. Erstmal laufe ich an allen vorbei, weil ich nicht weiß, wer da noch kämpfen will oder so. Das ist ja geil. Da kann man bestimmt noch irgendwas sehen. Wir sind jetzt im Winter. Ich werde jetzt hier erstmal niemanden ansprechen, außer halt so jemanden. Ich kann mein Itemradar auch wieder anmachen. So, hier kann man einfach nur geradeaus rennen. Wie gesagt, ich möchte gegen keine Trainer mehr kämpfen gerade. Obwohl, ja, der Rückweg wird dann ein bisschen dauern, wie es aussieht, denn das ist ja ein ewiger Distanz hier. Ist natürlich mal schön zu sehen, haben sie ja ganz cool gemacht. Wow, das ist deren Ernst? Man läuft echt ein gutes Stück. Und wenn ich das wieder zurücklaufen will, nur um halt zu kämpfen, ist das halt schon echt bitter. So. Wir sind auf jeden Fall schon mal in der richtigen Stadt. Moment. Oh, du willst ein Pokémon-Team in der Fitman? Tut mir leid, ich wollte nicht im Weg stehen. Okay. Kennst du schon das Geonet? Ah, okay, ich kann im Geonet meinen Wohnort eintragen. Das ist natürlich schön. Was haben wir hier? Achso. Das ist das Geonet. Deswegen ist mir auch direkt aufgefallen, weil es neu aussah. So. Jetzt schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Wo könnte die Arena versteckt sein? Eine Kampf-AG. Passanten umfragen. Könnte das hier die Arena sein? Okay, sie hat den Arena, ist nicht umsonst Arena leider. Ich werde alle Arena-Leiter herausfordern, danach werde ich berühren und dann wird. Okay.
Okay, das heißt, das ist auf jeden Fall die Arena. Und er hat mir aber nicht gesagt, ob er es geschafft hat. Was ist denn jetzt los? Nein! Ach, jetzt am Pier muss man doch bestimmt ganz oft kämpfen und dann levelt man da. Pokémons. Nee, ein Level geht noch. Ist das jetzt das Pier? Okay, ich wollte da rechts abbiegen, aber da ist nichts. Hier unten. Jetzt im Ernst? Nächste Pier. Ja. Hier entlang. Ja, die Halunken. Hilfeschreie aus der Stadt. Pokémon, Psychologie. Okay, jetzt. Wer zum Kuckuck seid ihr? Ich hau schnell ab. Den Dieben nach. Ich mache mir auch keine Sorgen. Ich mache mir Sorgen um meinen Arena-Orden. So, in welche Richtung sind die jetzt wohl gerannt? Die asiatische Durchlaufstraße. Scheiße, haben die gesagt, in welche Richtung die gegangen sind? Die werden ja nicht abgehauen sein. Ich glaube, ich bin ganz falsch. Der lässt. Okay, also ist noch zu. Ja, das ist ja klar. Das heißt, hier bin ich schon mal ganz falsch. Jetzt muss ich die echt suchen. Da habe ich ja. Das ist ja echt toll. Weil die Wege hier auch so wunderschön kurz sind. Gehen wir mal hier raus. Eine weitere Laufstraße. Ich hasse das. Da sind da, wo die anderen stehen, richtig. Könnt ihr mir nochmal sagen, wo die sind? Dann sagen wir halt nicht, wo die sind. Okay. Blitz, weil er mich in der dunklen Gasse erschreckt hat. Da ist er. Dort lang. Na, endlich.
Ich hoffe, ich habe jetzt gerade gesagt, ja, ich möchte kämpfen. Was ist jetzt eher ein Raupi? Ah, nee. So, der ist ja kein Problem. Schnittig mache ich den weg. Versuchen wir mal den Windstoß. Auch Hälfte. Moment, was? Ich werde unterworfen. Kann man nicht zweimal dieselbe Attacke einsetzen? Interessant. Okay, die treten zurück. Kann ich jetzt in die Arena? Okay, wir müssen rein. Dann wollen wir mal rein. Sehen, sehen. Team Plasma, Seas, Schiss und so. Aber das Geheimversteck wurde gefunden. Die Legende des Weißen Drachens. Ja, der Weiße Drache hat den falschen Kopf geklaut und so weiter und so fort. Und dennoch gibt es etwas, was wir alle gemeinsam haben. Uns allen liegt das Wohlergehen unserer Pokémon im Herzen. Das glauben die ja nicht. Wir, was vernehmen meine Ohren da? Ich hatte gar nicht erwartet, jemanden mit solch scharfem Verstand vorzufinden. Ich mag kluge Menschen. Wir kriegen unser Pokémon zurück. Ja, die haben uns geklaut. Die sind komisch. Jetzt wünschen die uns wieder alles Gute. Und sehr die Pokémon erneut wieder. Ich möchte in die verdammte Arena. Alle schenken einem irgendeine Beere in dem Spiel. Ja, er geht zurück zur Arena. Nice. Und ein Rauchball. Dann mal auf zur Arena. Und danach erkunden wir die Stadt. Weg mit dem Glibber. Da komme ich nicht durch. Und hier ist ein Trainer. Ich kämpfe in dieser Arena schon seit Ewigkeiten. Cool, ein Clown. Kaspar. Filippo. Der Blattfresser, ne? Der geht mir auch auf den Keks. Okay, aber den Blattfresser kann ich noch besiegen. Es wehrt die Attacke ab. Oh, schön, das ist aber nett. Super effektiv.
Das Ding ist auch stark gewesen. Boah, Level 20 schon, da muss ich echt aufpassen. Aber auch hier, mein Flug-Pokémon müsste das meiste machen. So, eine neue Wand geht auf, durch die ich mich wieder durchglibbern kann. Und da steht der nächste. Ah, Moment, weil ich auf diesen Schalter getreten bin, den ich nicht gesehen habe vorher. Okay, der hat zwei Pokémon wieder. Und danach muss ich es zurückziehen. Das Gute ist, ich komme mal halt gegen die hier wunderbar an. Leider vom Level her ein zu wenig. Also jetzt bin ich Level 23, ist der Arenaleiter halt auch. Deswegen mehr als das darf ich nicht benutzen. Ich vergesse meine Attacke. Was lerne ich denn? Scanner. Anwender weicht jede Attacke aus. Schaltet eventuell bei Wiederholung. Okay, ich gucke mal, ob das was bringt. Oh, das ist schwer. Aber fürs Durchspielen jetzt nicht so wichtig. Für Online-Kämpfen wäre das vielleicht nochmal was anderes. Cool. Zornklinge. Alles nicht so effektiv, was er da macht. Ich weiß ja nicht, ob ich Windstoß noch brauche. Deswegen habe ich die erstmal nicht erlernt. Weil die eine so wenig AP hat. Also ich die so selten benutzen kann. So, jetzt muss ich auf jeden Fall das Pokémon wechseln. Ja, Terry Bark zu leveln ist sogar noch wichtiger, weil der auch noch effektiv hier irgendwie was machen kann. So, das ist eh das Fake-Ding. Hier ist richtig. So, hier kann ich nämlich durch. Das habe ich nämlich schon aufgeglibbert. Hier glibber ich mich jetzt auch einfach durch. Weil das der richtige Knopf ist. Weil das hier ist nämlich ein Trainerknopf. Moment, ich komme da nicht durch. Ah, genau mittig. Ah, davor ist noch ein Dude. So. Ah, sieht aus, als wenn wir die Arena erst in der nächsten Folge beenden würden. Leider. Aber jetzt muss ich eh noch. Ich hoffe, das geht klar. Also, Terry Bark. Wir beißen den Käfer. Ein Chase Down. Wie funktioniert ein Tackle gegen den Käfer? Ja. Und vergiftet. Oh, Volltreffer. Okay, Volltreffer ist aber nicht sehr effektiv. So, Tuxipit. Die Blattlaus wieder. Die esse ich mal. Okay, eine Blattlaus zu. Aber es ist zurückgeschreckt, deswegen können wir es nochmal tackeln. Okay, wenn es mich jetzt damit nicht tötet. Muss ich tot tackeln. Nice. Okay, jetzt ist dieser Schalter hier vor mir wohl ziemlich wichtig. Ah, ich muss dann eh noch auf die andere Seite. Aber wir kommen voran. Ja, hier brauche ich eh einen Supertrank. Komme ich gar nicht drum rum. Und für den brauche ich einen Trank. So. Und Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann werden wir die Arena schaffen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Kommentare schreiben wollt, gerne unter den ersten Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.